1933. Eines Tages bat mich Frank, in die Bar zu kommen. Er sagte, er hätte einen kleinen Job für mich, also bin ich hingegangen. Tom, zwei unserer LKWs, voll mit dem besten Stoff, kommen heute aus Kanada. Sam trifft sich mit ihnen am Übergabepunkt. Sie sind auf einer alten Farm außerhalb der Stadt und wir müssen die Ladung in die Stadt bringen. Ich schicke zwei LKWs, Pauli fährt mit einem. Ich möchte, dass du auch mitfährst und die Augen aufhältst. Sorge nur dafür, dass alles glatt geht. Hol den Wagen von Ralphie, Pauli wartet drüben beim Lagerhaus auf dich. Bei deiner Ankunft wird Pauli dir ein paar Waffen geben. Okay, Frank? Und damit geht es gleich weiter hier mit Mafia 1 hier. Beim letzten Mal haben wir ja ganz schön Krach gemacht und ja, jetzt sind wir hier in Deliris Bar wieder. Aber bestimmt hat Ralphie wieder ein Auto für mich. Was hast du heute Schönes für mich, Ralphie? Tom, ich habe einen neuen Wagen für dich. Er hat 65 Pferdestärken und wenn du Gas gibst, kommt er auf über 75 Meilen in der Stunde. Wenn wir das ganz, ganz tolles zeigen, es regnet draußen, wie man sieht. Und das Auto steht draußen. Mein schönes Auto. Mein Lieblingsauto. Liebes Gelb. Wer ist das eigentlich? Müssen wir uns merken. Weil man nicht so viel Autos speichern kann. Wir haben ein neues Schloss eingebaut. Aber kein Problem. Ciao. Siehst du, echt einfach. Du kannst die Kiste haben oder was Älteres. Wie du willst. Danke, Rafi. Was soll's sein? Tommy? Wie heißt der Wagen denn? Das können wir nicht mal ganz kurz machen. Den Bolt Ace Forder. Den Bolt Ace Forder braucht kein Schwein. Was brauchst du? Bolt Ace Forder, grün, genau, entfernt. Den. Da, den braucht keiner. Ganz ehrlich, ich würde sagen, das Auto geht auch weg. Wie heißt das hier? Den Bolt Modell B Forder. Bolt Modell B Forder, das brauchen wir auch nicht. Das sind alles so Autos, die wir. Also die fahre ich sowieso nicht mehr. Was brauchst du? Bolt Modell B Forder, braun. Weg damit. Genau, danke sehr. So, dann hätten wir das auch geklärt. Dann werden die anderen Autos mal weg, weil es sonst so viel Platz frisst, die Autos. Deswegen. Und die Autos sind doch so zwei Autos, sind ehrlich, die braucht kein Mensch. Die anderen beiden würde ich schon ganz gerne haben. Das sind so. Wir werden so meine Lieblingsautos hier noch stehen haben, weil wir jetzt nicht vollmüllen lassen. Das habe ich uns immer gemacht, aber dieses Mal nicht, ey. Ein Ausflug aufs Land. Hey, da hat nicht so lange. Was lädt das Spiel so lange? Was lädt das denn so lange? Hallo, Spiel, danke. Nein, ist schon alles in Ordnung. Spiel, das Spiel lädt echt nicht lange. Also da kann man sich echt nicht beschweren, weil diesen Ladezeiten, das sind noch Zeiten, ne? Geht heutzutage aber auch nicht mehr, weil heutzutage die Spiele viel, viel komplexer geworden sind, dass der PC mittlerweile sehr, sehr viel mehr reinladen muss, weil die ja mit KI und so, meine Spiele sind ja nicht komplex. Das Ding besteht ja eigentlich nur aus, fahr irgendwo hin, ein bisschen rumballern, Aufgabe erfüllen, dann ein paar Cutscenes sich angucken und fertig ist das Spiel. Wenn man das jetzt aufs Gameplay mal runterbricht, ne, also, oben ist halt auch, ja, hallo Herr Wachtmeister, und wie geht's Ihnen? Ich fahre ordnungsgemäß, wie Sie sehen, ich will... Oh. Müsste da noch mal über. Ach. Das ist immer ein Navi vertraut, ey. Ein Kompass, ah, fuck. Hab ich einen zu früh, dann so.
müssen wir so. Nee, schon ein. Das irritiert mich, der Kompass auch. Ja, genau, wollte ich auch nicht auch rüber. Alles sieht da, ist aber auch geil gemacht, ey. Ich mag die Mission. 5 von 5 Stil, da finde ich sie ganz geil. Also, als ich damals Blind gespielt habe, ey. War ich hin und weg, bin ich ja nicht immer noch. Also, das Game finde ich immer noch extrem geil, obwohl ich das weiß nicht, wo ich durchgespielt habe. Ich glaube, es gibt ganz, ganz wenige Spiele, die ich so oft durchspiele wie Mafia, ey. Fuck. Ah, oh, musste der da. Aha. Ah, fuck, jetzt kann ich neu laden. Muss neu laden. Ach komm, lassen wir es. Ach komm, lassen wir jetzt. Ein Leben. Hätte der mich nicht erwischt, ey, wäre alles gut gewesen, aber nein. Das ist ja nicht Poker, ne? Wenn ich Poker ist ja geradeaus weiterfährt, dann verliere ich. Ich weiß, mein Fahrstil ist mörderisch. Ein Ausflug aufs Land. Hey Tommy, wir fahren zu einer Farm vor der Stadt und holen ein paar LKW-Ladungen besten Fusel ab. Wir wollten dich dabei haben, falls es Ärger gibt. Es müsste aber echt locker sein. Du musst gar nichts tun. Sei einfach nur da. Die Jungs beladen die LKWs und wir fahren zurück. Sam wartet dort schon auf uns. Wahrscheinlich hat er bereits alles ausgesoffen, bevor wir überhaupt da sind. Ich fahre. Die Bullen wurden geschmiert, also gibt es nichts, was uns Sorgen machen müsste. Da hätte ich auch zu Hause in meinem Bett bleiben können. Hey, wenn ich aufbleiben muss, dann musst du es auch. Los geht's. Ob das alles so einfach wird? Schauen. Weißt du, wir sollten das viel öfter tun. Aber besser tagsüber. Schätze, du wärst jetzt lieber bei Luigis kleiner Tochter, Sarah. Stimmt's? Das ist deine Art Nachtschicht. Halt die Luft an, was weißt du denn davon? So viel wie alle anderen auch wissen. Mann, selbst Luigi weiß, dass du hinter ihr her bist. Schätze, das macht ihm nichts aus. Schließlich hast du ihre Ehre gerettet. Wetten, du hast sie ihr gleich wieder genommen, ne? Halt die Klappe, Paul. Ich wusste nicht, dass du da bist. Komm schon, Tom. Nur ein Scherz. Sie ist ein gutes Mädchen. Ihr seid viel füreinander gemacht. Da bin ich nicht so sicher. Ich kann mir nicht vorstellen, nach Hause zu kommen und zu sagen, stell dir vor, Sarah, was ich für einen Tag hatte. Ich musste 10 Typen umliegen. Über so etwas darf man zu Hause nicht reden. Wenn du nicht so bist, wie sie in der Zeitung über dich schreiben und du sie gut behandelst, wird sie den ganzen Kram ignorieren. Ja, und sie hat eine Menge Kohle. Für dich ist es also normal, deiner Frau dein ganzes Leben lang zu verheimlichen, wer du wirklich bist. Komm, mach dir nicht so viele Sorgen. Verdammt! Was ist los? Sam sollte hier warten, aber er ist nicht da. Das riecht nach Ärger.
Wir bleiben hier bei den LKWs und du schaust vorsichtig nach, was abgeht. Danke für das Vertrauen. Nehmen wir ein paar Spielzeuge weg. Natürlich fahre ich wohl die nach. So, also ich verstehe auch nicht, warum man jetzt hier eine Schurfhunde bekommt. Ah, wir haben wieder 100 Leben. Ah, sehr geil. Danke. Danke, Spiel. Es ist aber nicht immer so. Das ist jetzt nicht immer so. Das ist eigentlich immer so. Normalerweise wird das übernommen. Aber wir fahren jetzt gut. Finde heraus, was mit Salieris Männern und der Lieferung Alkohol passiert ist. Ja. Und das Ding und das mag ich natürlich, jetzt kann ich auch mal sagen, hier das Spiel Mafia. Einfach weil. Hier ist ein Medikit. Da ist auch auf. Und auch auf? Leider nicht. Der ist eingenickt. Hey! Scheiße! Mein Gott! Deinem Freund ist schlecht geworden. Wer seid ihr? Seid ihr von der Polizei? Mr. Morello und der Sheriff lassen euch grüßen und informieren euch darüber, dass sie von jetzt an euren Job hier übernehmen. Arschlöcher. Fuck. Was für ein toller Job. Hier jemand gesehen. Hoppa, scheiße, Alter. Ey! Nein, aufhören. Aufhören. Fuck. Lad durch, ja genau. Ich bin noch 34 Schuss. Scheiße. Hier ist ein Alien mit dem Revolver. Da gebe ich dir recht, ich will es zum letzten Mal.
fahr zurück alleine. Ich fahr zurück. Mit dem Auto. Das lief ja gerade nicht so geil. Hallo? Ist hier dann noch jemand? Das ist, mit dem ich reden kann. Scheiße. Da. Was? Die sind alle tot. Was? Die Fahrer da draußen. Irgendwer hat sie kalt gemacht. Was? Was ist mit Sam? Hast du ihn gesehen? Nein, habe ich nicht. Aber die Scheune war verschlossen. Ist er da drin? Wir müssen zurück, um ihn zu holen. Wir lassen ihn auf keinen Fall hier. Gut, wir gehen zurück. Aber wir brauchen ein Brecheisen oder so, um die Scheunentür aufzukriegen. Okay, gehen wir. Ihr Jungs bleibt hier und bewacht die Laster. Macht jeden Kämpfer des ihn mehr. Außer uns natürlich. Okay. Oh, 14 Leben noch. Ja gut, jetzt ist die Mission lief nicht ganz so geil. Aber noch ein Leben wäre. Ja, okay. Du hörst es, schlecht. Er hat gesagt, man wird aufbrechen, aber man hört es ein bisschen. Bisschen schlecht. Oh Gott. Wünsch mir Glück, Leute. Wünsch mir Glück. Das erste Mal verreckt. Yay. Was? Ich ging aber sehr schnell. Lol, okay. Ich wusste, dass ich nicht durchhalte. Das war so klar auch. Das war auch so logisch, dass ich nicht durchhalte. Das war sowas von klar. Aber gut, neuer Versuch. Lol, erstmal gestorben. War klar, dass er nicht mal trifft. Aber wir haben es lange durchgehalten und wissen wir auch nicht, auch egal. Also ein Spiel No Death Run zu schaffen, ist genauso
Weil wie gesagt, manchmal... Das meine ich! Wie kann man denn... Wie kann man denn so viel überleben? Oh Gott, ey, wie geht das? Das ist das einzige, was im Spiel ein bisschen doof ist, wo man merkt, dass es älter ist. Denn wie man wieder schuftelte. Ja. Toll. Ja, toll. Ach Mensch. Ja, mach doch einfach ein. Eine andere Idee. Ich weiß nicht, ob das klappt, aber glaube nicht. Ja, es ist total klasse, dass er von übelsten, er hat übelsten Vorteil. Ist doch geil, dass er dann auch. So, jetzt ist er aber, komm. Ich auch. Ja, er ist tot. Hallo, lad doch mal nach. Oh, ich will da aus dem Schuss weg. Gott, nochmal. Herr Gott, schieß ihn tot. Schieß ihn tot. Ja, danke. Der war wichtig. Oh, bleib bloß liegen, Alter. Was ist das? Schieß doch mal auf. Oh ey, ist das eine Kackszene. Ja, manche sind ein bisschen doof. Ah, jetzt soll man übelst. Nicht einfach hochrennen! Nicht einfach hochrennen! Doch, warum rennst du denn einfach hoch? Warum rennst du denn auch den Weg, Alter? Du bist so blöd manchmal, ey. Wenn Dummheit wehtun würde, dann würdest du dir jeden Tag wehtun. Ah. Oh. Ich hab Mist gesagt. 44 ist sehr gut. Na gut. Sehr gut ist relativ, aber. War auch klar, dass ich es nicht durchhalte. So, es war jetzt nochmal, man gießt ihn den dann aber auch ein bisschen so. Mein gut, verlieren ist halt doof, aber manche Szenen sind halt auch so, dass. Ach ja, ich hab mir noch ein Inventar. Dass man weniger dafür kann. Sam, was haben Sie mit dir angestellt? Ist alles in Ordnung? Aber nur mal wieder zur falschen Zeit, am falschen Ort. Kannst du gehen? Nicht besonders gut. Okay. Halt durch, ich hole den Laster, wir bringen dich zu einem Arzt. Du schaffst das, Sam. Komm, warte hier mit ihm, ich bin gleich zurück. Sam, wir haben schon Schlimmeres erlebt. Klar. Wirklich? Ja, neun Leben. Ach Mensch, das hört sich doch voll. Komm wohl. Tom, ich glaube, das ist kein Laster. Kein Laster, wieso? Ach du Elend. Das meinst du damit? Das ist eine Art Wellenkampf, oder was? Auf damit! Das haben sie aber in der anderen Version auch nicht gemacht, oder so gekrabbelt. Was? Bis hier... Ja, die greifen mich an! Wo denn? Lol. Maul. Komm hier raus und hilf mir. Mein Gott, das war ein Massaker. Was werden wir machen, Mann? Anscheinend möchten sie, dass wir komplett von der Bildfläche verschwinden. Ach ja? Na, das wird nicht so einfach. Ist Sam soweit okay? Ja, er ist okay. Könnte auf jeden Fall schlimmer sein. Okay, ich hole ihn. Du hältst dir Wache. Sam, ich bin es, Pauli. Komm schon, wir fahren nach Hause. Wir fahren zum Arzt. Ich fühle mich gar nicht gut. Hab mich wahrscheinlich irgendwo erkältet. Sieht so aus. Deine Nase läuft ein wenig. Ich habe jetzt ein geringstes Problem. Sam?
Ich bringe dich nach hinten. Tom ist bei dir. Nur für den Fall. Okay. Tom, geh mit ihm und halt die Augen auf. Da ist eine Thompson, falls du sie brauchst. Alles klar. Pauli, sieht so aus, als hätten wir Gesellschaft. Da hinten ist eine Thompson und etwas Munition. Geh hinter den Kisten in Deckung und pass auf. Schieß, sobald sie hinter uns sind. Lass sie auf keinen Fall an uns vorbei. Ja, die Mission ist gar nicht so einfach, weil sie auch ein bisschen tricky ist. Ah ja, jetzt haben wir so Rail-Shooter-Passage, auch ganz lustig. Ja, das ist der Witz daran ist, wir dürfen sie nicht an uns vorbeilassen. Das ist mir nicht im Arsch. Ja, funktioniert mal richtig geil, ich sehe schon. Kann man auch nach hinten... Achso, man kann laufen. Okay. Okay, die Mission da wollte ich so ganz normal jetzt zu sein. Okay, oder das Spiel will auch nicht, ja. Na, ist ein bisschen tricky. Er will aber auch kacke fährt. Er fährt tatsächlich genau seine Spur. Ja. Noch ein, zwei außen, ich bin tot. Er wird es auch nicht wagen, etwas schneller zu fahren, mal etwas Schlangenlinien, gar nichts. Er fährt genau seine Spur. Das macht es auch noch ein bisschen kompliziert. Ja. Oh Gott, das ist echt tricky. Oh Gott, Leute, das ist, diese Szene ist echt ein bisschen... Es gibt schon... Mafia hat schon ein paar eklige Szenen, das ist nachher in Mafia 2 und 3 nicht mehr so. Ein 3, nein. Hau ab! Ich kauf nichts. Oh, ein neuer Versuch, was muss ich denn am Ohren? Ne, bitte. Ich denke, dass es so viele Probleme gab. Ja, natürlich! Er trifft mich nochmal mit irgendwelchen paar Kugeln. Haben wir jetzt kein weiteres Auto mehr oder was? Fahr doch schneller, Mann! Lass mich doch fahren! Oh, du fährst sowas von langsam. Fährt ja meine Oma schneller. Die ist tot. Oh. Und sonst so Leute, findet ihr das auch so spannend wie ich gerade? Ich finde das sehr, sehr spannend. Ach komm Leute, weg nicht, wenn es vorbei ist.
Gott, ey. Alter, Mensch, fahr schneller. Bist du abends in Jurnheim geflohen oder warum fährst du so langsam? Ich glaube nicht, dass sich der Lehrer auf der Straße aufgesammelt hat. Der Lehrer hat ja aus dem Seniorenheim aus aufgesammelt, Alter. Oh Gott, das will ich mehr. Lass mich fahren. Bitte. Bitte. Jetzt. Kannst du nicht schneller fahren, ey. Tolle Szene. Ist geil. Also ich feier die Red richtig, ne? Ja, auch so? Habt ihr ja, sitzt ja auch gerade mit Spannung und Emotion und so. Er hat das Ziel erreicht. Boah, mal, einmal muss ich natürlich klatschen für diesen Jonheim. Wir sind da. Tom, mach Sam bereit. Ich gehe und wecke den Doc. Sam, wir sind beim Arzt. Gott, sind Sie das, Pauli? Was machen Sie um diese Zeit hier? Guten Abend, Doc. Tut mir leid, aber wir hatten einen Unfall und brauchen Ihre Hilfe. Okay, wo ist er? Bringen Sie ihn rein. Okay. Das war unser Doktor. Er stellt keine Fragen und Sam ist in bester Gesellschaft. Bist du sicher, dass es nicht irgend so ein Metzger ist? Absolut nicht. Er ist der beste und bestbezahlte Arzt in der ganzen Stadt. Wenn du verletzt wirst, kannst du dich jederzeit auf ihn verlassen. Okay, ich hoffe nur, er tut sein Bestes für Sam. Endlich ist es vorbei. Es hätte uns allen schlimmer ergehen können als Sam. Wenn ich den Bastard kriege, der uns verpfiffen hat, reiße ich ihm den Kopf ab. Sieht aus, als hätte jemand genug von uns. Da hast du recht. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir schwant Übles. Wenn der Don hört, was passiert ist, werden die Hunde dafür zahlen müssen. Das bedeutet Krieg und das ist gar nicht gut. Da hast du wohl recht. In Ordnung, also gute Nacht, Tom. Gute Nacht. Naja, versuch das Beste draus zu machen.